Okay. Wir sind beim Gemischtwarenladen, was auch gleichzeitig eine Tankstelle ist. Verabredung. So, einmal voll tanken bitte. Ah, wir können sogar. Wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Aha. Dann schauen wir mal, ob unser Kollege hier ist. Something fell to the bottom of the box. Also in die untere Schublade, oder? Was ist da runtergefallen? Wir gehen gleich rein, wir haben sicher wieder kalt. Every week to fill the bottles. The fresh milk indicated a recent visit. A milkman had to drive by. Ja, aber dann nimm doch eine Milch, Mann. Mach sie warm und dann ist's gut. Okay, hier können wir nachschauen, wie kalt uns ist. Das ist ganz gut. Carl felt that the store and its surroundings still held their secrets, and he didn't like to miss out. Carl was used to strange phenomena, but a chunk of ice like this, as if an iceberg came out of the ground, that was a first. Prince? Carl found a surprise. Why is it every turn? Was the camera faulty, or was there a possible lead? Für die Untersuchung. Ja, das schauen wir dann. Oder mach die Kamera bitte weg. Mach die Taschenlampe weg, mach alles weg. Oh, endlich. Oh. Da leuchte ich, komme da gar nicht rein. Alter, was soll ich denn machen, wenn ich jetzt mal dringend. Ihr wisst schon. Komme ich hier gar nicht rein? Das ist ja unglaublich. Bin ich zu fett oder eben so ein großer Kasten? Das kann natürlich auch sein. Das sind doch mehr Kristalle. Wir gehen gleich rein, aber... Können wir auch fotografieren? Jupp, sieht gut aus. Das sind Wolfsspuren. Gutes Zeichen. Always stay away from populated areas. Wait, ja, Alter. Is it about bears? Ist mir doch scheiße, Alter. Ich habe das jetzt nicht erwartet. Carl was no electrician, but he ja. Fire wiring Alter, das macht, das hat mich jetzt gerade ein bisschen. Oh. Jeder sollte wissen, dass du nicht weiter als ein Dieb, ein Räuber, ein Bandit, eine Schlange, ein Blutsauger, ein Monster bist. Du hast mir das Messer auf die Brust gesetzt, ja, das ist schlecht für mich, aber... Ich muss leider so schnell lesen, weil wir müssen... Wir gehen rein, komm, wir gehen rein, wir haben nicht mehr viel. Wir gehen rein. Wir gehen vorne rein, und zwar schnell, sonst... Sieht's nicht gut aus. Mach mal die Kamera weg. Ich gehe ja rein, nicht erfrieren. Aber Alter, die Wölfe, Mann. Das war gar nicht nett. Carl oh, had shit. Trouble recognizing his employer. He had been killed. There was no need to be a detective to figure that out. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close. That the fatal blow had been given before the victim even realized. Ganz ehrlich, das ist ja ganz schlimm, dass der hier liegt, aber ich habe gerade Durst. Ich habe so einen Durst auf Mona oder doch Mona Cola oder Xona Cola, das ist glaube ich ein X. Und dann noch ein paar leckere Sirup Dorable Maples. Geil! Ahornsirup, oh, ich liebe Ahornsirup, da würde ich gleich die Dose leer saufen, Alter. Auch wenn es süß wie die Sau ist, Alter, ich liebe Ahornsirup. So mit Pancakes, oh Gott. Wir sind ja hier in der Pancake-Region. Was haben wir hier? Ich will das unbedingt anschauen. Entschuldigung, falls das gerade
Moment in Anspruch nimmt, aber so viel Zeit muss sein. Chubby Atlantic, das muss etwas ähnliches wie Surström sein, für die, die Surström kennen. Und dann noch den Angry, sollst du nicht nehmen, verderbt gleich die gute Laune, wahrscheinlich weil es vulkanmäßig scharf ist. So verstehe ich das unter Angry. Dann noch das leckere Resident. Und dann finden wir hier sicher auch noch das Evil. Hahaha, lustig wieder. So, das ist alles zerbrechlich. Für die Kartons ist es leider zu spät. Was für ein Durcheinander. Ja, die Bemerkung ist gerade wichtig. Nicht einmal durch halb Quebec gereist, um hier anzukommen. Wo sind wir denn? Aber interessant, das ist so im Norden, wirklich, wirklich im Norden, da so ein Zipfel, der... Also von Kanada, besser gesagt. Juhu! Pur Jasmin. Das ist wahrscheinlich Katzenstreu. Oder Katzenfutter. Rice Crunchies, Cornflakes haben wir auch. Apple. Chakwes, was sind Chakwes? Ich weiß nicht, was Chakwes sind. Die leckeren Petit Chou, also Petit Chou haben wir auch. Gouchon Bourbre. Ich kann es nicht lesen, ist so undeutlich geschrieben. Oh, was haben wir da drüben? Das sieht nach Munition aus. Oder Anzünder, das könnte es auch sein. So. Amateur hunters showing some pride at having killed a nice pelted beast. With men like this roaming the area, wolves would become extinct within 10 years, Carl thought. Ich hasse solche Leute. Lass doch die verdammten Tiere. Für was Wölfe jagen? Ehrlich. Es hat doch keinen Sinn, die gehen. Ich meine, in Kanada ist eh Viehhaltung, glaube ich, nicht so oft der Fall, würde ich jetzt sagen. Und die Wölfe reißen doch dann lieber die Rehe und Hirsche und die stören ja keinen. Also das stört ja keinen, wenn die sich daran laben, an den Hirschen und Rehen. A nice picture of the Magasin La Chance store, seemingly taken the day it was first opened. It feels frozen in time, from an era long forgotten. Mhm. Jumping from that height was akin to tempting death. Da ist in der Luft, sehe ich jetzt erst. Had seen enough of this world already. Jetski, wieso sag ich Jetski? Schneemobil. Alter, Jetski. Das ist ein bisschen etwas anderes. Und hier ist so eine Militärtruppe. Es ist wirklich extrem deutlich, das Bild. Ein paar Kästen. Aha. Bedienungsanleitung für Kasse. Zum Öffnen der Kasse Preis eingeben, mindestens zwei Ziffern. Sale-Taste drücken, Kurbel zweimal drehen, auf das Gerät schlagen, wenn es sich nicht öffnet. Eben, Gewalt hilft manchmal. Okay. Der Klondike von Quebec. Haben wir hier nochmal so eine? Sehr schön. Der Klondike von Quebec. Die Wirtschaft im Nord-Quebec brummt. Die Bevölkerungszahl im Norden der Region Chibougamau, ich weiß nicht mehr, wie es da ausgesprochen hat, wird schon bald die 30.000 Marke übertreffen. Darunter sind tausende glückliche Familien, die in Wohlstand leben, dank der harten Arbeit der Väter, die tapfer und eifrig ihren Teil dazu beitragen, den nationalen Reichtum von Quebec zu vergrößern. Minen und Wasserkraft, Jagen und Fischen, das ist der wahre kanadische Traum. Machen Sie ihn jetzt zu Ihrem Traum. Der Bergbau, eine Branche im Aufwind. Wussten Sie, dass sich die Einnahmen durch Ressourcenabgaben in Kanada seit 1960 verdreifacht haben? Und wussten Sie, dass sich in Kanada die wahre Quelle des Reichtums direkt unter den Füßen der Menschen befindet? Der Ba-
Bau von Schulen und Krankenhäusern hängt von unseren Rohstoffen ab. Der Abbau von Rohstoffen, der Weg in unsere Zukunft. So. Sehr schön. Oder können wir es auch mitnehmen, dieser Prospekt? Können wir den bitte mitnehmen? Das wäre super cool. Ah, es geht noch weiter. Flugblatt. Der Bezirk Manastan und seine Menschen würden Sie gerne willkommen heißen. Möglichst bald. Jetzt sofort. Wollen wir eigentlich damit sagen. Okay, da legt es wieder zurück. Eine Sekretärin wäre hier Gold wert. Ja, kann man so sagen. Nein, das ist keine gute Idee. Nein, mach das wieder an. Mach's. Oh Gott. Das wird gerade unheimlich. Warte, ich drehe jetzt nochmal. Strom ausgeschaltet. Strom vom Generator. Strom ausgeschaltet. Okay. Diese Möglichkeiten gibt's hier. Ich will hier nicht am Sicherungskasten. Das ist ja wunderschön. Aha. Nein. Okay. Wir lassen das mal an. Und wenn wir in die Garage wollen, schauen wir mal, wie wir das umstellen. Ich will nicht mehr. Leute, ich habe Angst. Hallo? Das wird wirklich zu einem Horrorspiel. Und die Leiche haben wir noch nicht mal untersucht. Leute, hört auf! Wölfe? Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Ja, da brauchen wir Isolierband. Taschenlampe können wir kurz wegstecken. Ja komm, wenn wir schon eine Feuerstelle haben, das geht uns dann auch geistlich besser. Das ist gut, das ist gut. Und Holz haben wir jetzt sowieso. So, nehmen wir ein bisschen mit wieder. Mülltonne mal schauen. Nichts drin. Schlüssel brauchen wir für da. Oh, ich bin lieber hier draußen anstatt in dem dunklen Dingens da. Aber wir müssen wieder rein. Die Musik wird gleich so unheimlich, wenn ich hier drin bin. Da geht gar nichts. Na gut, dann machen wir halt einfach im Dunkeln weiter. Soll mir doch recht sein. Nein, eigentlich nicht, aber... Hat die Kamera ein Licht? Ich sehe so viel. Ja, das Foto ist... Wow. Kann ich das in Kombination mit der Kamera vielleicht? Nein, das geht nicht. Okay, ich hoffe, wir haben das gut fotografiert. What could be inside that envelope? Das werden wir gleich. He knew this address. It was said to be the address of the PO box for the Canadian Secret Service. Okay. Mr. John Vaughn oder wo? Montreal. Ja, willst du nicht anschauen, was da drin steht? Okay. Was war das hier? Eine kaputte Uhr.
wie nett. Ja, ich finde kaputte Uhren auch immer nett. Denke ich mir auch immer, wenn ich eine kaputte Uhr sehe. Wie nett. Jetzt kann ich die Zeit nicht mehr ablesen. Okay, ich sehe jetzt mehr. Ah, sehr gut. Streichhölzer, gut, gut. Schuld. It seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on, though. Ist ja schlimm. Schuldnerliste. Louis Bleu, Wilfried Roy. Ist die Adresse Einserrang. Weiß nicht, was Einserrang bedeutet. Okay. Das behalten wir, glaube ich, mal. Yep. Was ist das? Werkstattschlüssel. Die Schublade ist kaputt. Die kommen wir nicht auf. Wie funktioniert das? Etwas im zweistelligen Bereich eingeben, dann Sell drücken. Zweimal drehen und zack. Nein, 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 oh Gott, auch nicht schon wieder. Ich will doch das nehmen. So, jetzt aber. Gut, und das Geld, also... Kann er? Ja. Oh, ich muss niesen einmal. Oh, einen Moment, wollte ich sagen. Sehen die kanadischen Dollar wirklich so aus? Ich habe die noch nicht gesehen, deswegen weiß ich das nicht. Ich vermute aber mal nicht. Das sieht mir irgendwie zu... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie so aussehen. The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. Oh. Carl knew that Gilles Deschamps was in charge of the general store. That made him one of Hamilton's employees. A very angry employee, as Carl could plainly see. Okay, Nachricht von Shields. Wissen Sie was, Hamilton? Ich habe einen Kratzen im Hals. Und wenn man einen Kratzen im Hals hat, geht man lieber kein Risiko ein und bleibt der Arbeit fern. Man könnte die Kunden anstecken, nicht wahr? Ich weiß Bescheid. Keine Sorge. Ich hole mir einen Attest vom Doktor, zu dem ich jetzt gleich gehen werde. Leider muss in dieser Zeit der Laden geschlossen bleiben. Außer natürlich, Sie möchten für mich einspringen. Aber ich muss Ihnen ja keine Tipps geben, denn Sie wissen ja, wie der Laden läuft. Schließlich gehört er jetzt Ihnen. Hochachtungsvoll, Ihr treuer Angestellter Shields, der so den Anschiss hat, diese Arbeit weiterzumachen, wie man hier aus diesem Brief erkennen kann. So. Machen wir mal beide an. Gehen nur reine. So, mehrmals hält besser. Mega Mar. Okay. Erste Hilfekasten finde ich super. Oh, bitte, ein bisschen Musik wäre jetzt super. Musik! Mann! Ich würde gerne da hoch, genau. Oh oh. Sherry. Ein Sherry haben wir. Da oben war ja nichts. Nee. Okay, was haben wir jetzt? Wir haben die Pumpen eingeschaltet. Wir haben etwas, um den Generator zu flicken.